Ich habe mir jetzt vor kurzem mal die erste Staffel angeguckt. Alter, hatte ich da wenig Erfahrung noch drin. Aber ja. Und frei. Ah, der Start war nicht so prickelnd. Oder verbremst sich einer? Natürlich war es nicht Rosini, kein Kitano. Ah, jetzt haben wir die beiden Panthers vor. Oh, sehr schön, Kuji. Ah, das ist ein sehr guter Start. Balkas auf Platz 12. Balkas war letzte Saison so richtig übertrieben stark und dieser kriegt sowieso gar nichts hin. Fünfter und ein Achter. Ist ganz okay. Wir müssen halt aufpassen, dass jetzt erstmal auch die Temperatur der Reifen nicht zu hoch geht. Dass Lorenz halt da nicht so eine Lücke. Ja, klar. Ne? Wir drehen runter und zack, haben Hand die Konkurrenz uns schon. Aber wichtig wäre es, vor dem Chor zu bleiben, weil der ist in der Regel langsamer. Hat aber die gleichen Reifen. Also vorbeikommen müssten wir da hoffentlich irgendwie schon. Und solange uns nicht zu sehr auffällt, dann bin ich noch guter Dinge. Wenn er uns davon fährt, dann mache ich mir langsam so Sorgen. Aber die Starts sind immer noch nicht so unser Ding. Ja, von den Zeiten her ist es ganz okay. Also Lorenz ist jetzt nicht so viel lang, eigentlich schneller als wir sogar. Aber im Vergleich dazu verliert nicht so viel Zeit auf die Vorderleute, dass wir jetzt unbedingt jetzt angreifen müssen, vorbeizufahren. Obwohl ich trotzdem gerne hätte würde. Wir sind aber auch hinter, über eine Sekunde dahinter. Deswegen sage ich selber, bringt es nichts. Wir müssen aufpassen, wir sollten nicht zu viel Zeit auf Kitano verlieren. Sonst haben die ja einen freien Stopp schon irgendwann. Aber wie so eine Zweistrategie hier angepeilt wird, würde ich sagen, gib Gas, beide. Jawohl, Stock noch nicht, Stock ist. So, los, Kuji. Lass Feuer frei haben. Vielleicht ziehst du damit automatisch Stock näher ran, wenn ihr euch duelliert. Als wäre es doch schon wichtig, hinter an dem vorbeizukommen. An der letzten Kurve ist echt so der Horror. Wir kommen nicht vorbei und die Feuerleute ziehen davon. Wir sind nicht so viel schneller. Die Temperatur ist eine einzige Katastrophe jetzt. Okay, wir gehen gegebenenfalls auf harte Reifen dann, ne? Im zweiten Stand. Wir kommen aber einfach da nicht vorbei. Aber cool, das Gute ist jetzt, wir drücken so gesehen Lorenz jetzt daran, selber schneller zu fahren. So, jetzt sind wir mal hoffentlich vorbei, auch viel länger und können jetzt relativ schnell die Reifen schonen. Dass die zumindest mal aus dem Temperaturfenster rausgehen, wo sie momentan liegen. Auf neutral wird es ja, sollte es eigentlich danach wieder gehen. Weil die Temperatur auf neutral geht auch runter. So, wir können auf neutral fahren. Perfekt. Jetzt können wir um den Stock. Stock ist jetzt auch wieder nah dran. Wir müssen auf den Sprit aufpassen, ne? Stock soll jetzt angreifen. Ja, du hast gerade ein bisschen mehr Runden. Ein bisschen Temperatur. Ah, aber wir haben Balkas hinter uns. Schwierig. Ja. Wir können Kuji mal Gott sei Dank Motor schonen lassen. Sprit schon fahren lassen. Konnte sich ein bisschen absetzen, Gott sei Dank. Das Stock schafft es halt gegen Balkas dahinter auch hinter sich zu lassen, aber schafft es dann auch nicht an Lorenz vorbei. Jetzt aber vielleicht. Ist schon sehr nah dran. Jetzt innen. Nein. Kommt dann nicht so wie gewünscht vorbei. Jetzt kommt Balkaser vorbei. Jetzt kannst du es sowieso vergessen. Aber gegen Balkaser sich zu wehren. Alles klar. Die Führung kommen jetzt rein.
Chili kommt sogar vor auf Platz 3 raus immer. Boah. Hey, das finde ich sehr gut. Gucci holt sehr gut auf Strüff. Fox sollte auch jetzt in die Box kommen. Dieser Satz kommt irgendwie in jedem Rennen vor. Ich weiß nicht warum. Das ist wirklich jetzt nicht beabsichtigt. Fox kommt genau vor Stock raus. Wir müssen gucken. Wir haben jetzt 15 Runden, 16 Runden. Sollte fast reichen, wenn wir nicht übertreiben, die Reifen Gas geben zu lassen. Das Ende der nächsten Runde, würde ich dann sagen. Kuji? Oh, okay, Kuji hat gerade überholt. Ich glaube, du lädst immer noch mit Balcazar. Eieiei. Okay, Ende der Runde kommen wir rein. Ziehen uns die Mediums auf. Die müssen im Regen auf jeden Fall halten sollten. Beide dürfen jetzt Gas geben mit dem Reifen. Stock wird auch reinkommen. Ja, beide Stops waren super. Boah, wir kommen direkt bei Strüff raus. Okay, Stock direkt hinter Balcazar. Aber Kuji kommt auf jeden Fall vor Dings landen. Das ist die Frage, wann Lorenz reinkommt. Und wenn Lorenz zu lange fährt, machen wir mit Stock nämlich einen Undercut. Also wenn Becker vorbei sind, ist klar. Okine punkten. Sehr schön. Effi Krüger auf jeden Fall selbst. Oh, Windsor und Panther. Eieiei. Ja, so langsam ist es halt so, dass hier so sich eine Fünfergruppe bildet, die eigentlich fast die Punkte holt. Und damit ist Stock auch vorbei. Muss aber jetzt aufpassen. Lorenz hat die Softreifen und wird direkt Gas geben im Ende. Ich würde auch so fahren, dass wir direkt auf die Regenreifen wechseln. Das Griff wird auch vermutlich bis zum Regen kommen. Aber alle müssen einmal in die Box. Und das steht fest. Also bis zum Regen schafft man es nicht. Ja, Balcazar ist direkt an Kuji dran. Hälfte der Distanz und wir haben noch über 200 Blitter, die wir sparen müssen. Ich glaube, wir müssten mal anfangen, beide Autos mit Sprit sparen zu lassen. Ne? Also Stock ist jetzt nicht so, dass wir den Gas geben haben lassen haben, aber gefallen tut es mir nicht so sehr. In diesem Rennen ist auf jeden Fall Steinmann stärker. Ich gebe auch extra kein Gas, auch wenn die Reifen vielleicht gegebenenfalls etwas... Okay, wir geben mal kurz Gas. Ein bisschen die Reifen auf Temperatur wieder kriegen. Da achte ich eigentlich sehr selten eigentlich drauf. Ja, 10 Runden müssen wir mindestens auch aushalten. Wir sind jetzt schon wieder 7 Runden auf den Reifen unterwegs. Also ganz gut. Wieder da. Wir können Stock, würde ich sagen, schon auf neutral fahren lassen. Und Kuji muss noch leider etwas auf Niedrigmotoreinstellung fahren. Oh, Franzuften. Oh, Franzuften fährt im Winsel mittlerweile. Und wird überrundet. Das kann ein gutes Rennen von Krüger werden. Fox wird noch vor dem Regen auf jeden Fall nochmal die Trockenreifen wechseln. Ja, Lucini. Uiuiui. Der Graf wird auf jeden Fall auch reinkommen nochmal. Aber der kommt vor uns raus.
Okay, bei Stock kann ich auch sagen, kommen wir spannend auch. Dann haben wir für das Rennende vielleicht noch ein bisschen mehr Reifenbuffer. Spritbuffer meine ich. Reifen. Die letzte Runde war wieder. Fox sollte jetzt sehr viel Zeit verlieren. Oh, die Graf jetzt schon auf Regenreifen. Die jetzt reinkommen auf Regenreifen, ist viel zu früh. Das ist schon mal sehr gut für uns. Die verlieren richtig Zeit und auch viele Reifen. Ja, das ist viel zu früh. Mit der Mädels hätte ich vielleicht auch verstanden, aber Regenreifen? Deswegen, also hier Key und... Also Becker wird auch zu früh auf Regenreifen gehen. Die Frage, dass hoffentlich Key nicht zu spät geht. Okay, die Reifen müssen runtergestellt werden. Sprit würde ich sagen, lassen wir jetzt auf neutral fahren. Der Regen setzt ein. Ist die Frage, wenn wir natürlich zu lang fahren. Vielleicht als 37. Runde ungefähr müssten wir dann eher reinkommen. Und dann verlieren wir halt zu viel Zeit. Eine Sekunde pro kleinen Abschnitt. Key kommt auch zu früh rein. Warum das denn? Das Spiel wie Mark Krüger irgendwie gefühlt, nicht? Schade, schade. Sie hätten zwar die. Vielleicht ist es viel zu früh. Intermediates würde ich sagen, ja. Auf diese Reifen kann man ruhig jetzt wechseln. Ich finde die jedenfalls sogar schneller als die Trockenreifen. Aber... Jetzt ist aber nur die Frage, wann wer wo wie wechselt, ne? Nehmen wir den Zeitenabstand im Auge behalten. Momentan verliert Balcazar sogar noch extrem viel. Schwierig. Ich würde sagen, Ende der Runde. Ja, wir kommen Ende der Runde rein. Man verliert nicht so viel Zeit mehr. Wenn man überhaupt noch Zeit verliert. Weil man sieht, Balcazar verliert kaum noch Zeit. Gibt ihm gar nichts mehr. Sehr guter Stopp. Die kommen hinter. Stopp hinter Balcazar raus. Okay, jetzt hat auch Vince auf einmal den Punkt. Fox auf Platz 9. Ist für uns sehr gut. Wir holen mehr Punkte als Gitarre. Die ganzen Abstände sehen halt schwierig aus für Key, doch irgendwie in die Punkte zu kommen. Wir fahren doch mal ein bisschen aggressiv. Oh, wenn man von der Strecke abgekommen. Mhm. Wir haben alle so voll Dampf. Wir müssen halt auch Sprit sparen. Deswegen fahren wir nur auf neutral. Aber die Reifen so auf diesem Niveau zu lassen, ist so ganz okay. Wir werden auch mal Stückchen für Stückchen schneller, weil die Reifen auf richtiger Temperatur sind jetzt. Das fehlt eigentlich, dass so ein bisschen da wirklich dieser grüne Bereich ist, wo die Reifen am besten arbeiten und damit man dann versuchen kann, immer die in diesem Fenster zu lassen. Ich weiß, dass es halt der Mittelweg ist, weiß ich in dem Moment jetzt schon. Und trotzdem müssen wir da wieder gleich runterstellen, damit die nicht zu warm werden. Zu kalt ist okay, obwohl eigentlich beides nicht gut ist. Aber wir das ist ganz okay, das Rennen. Mal gucken mal. Ja, und Balcazar holt auch jetzt nicht so extrem aufs Griff auf. Das Griff ist extrem stark. Auch Titano wieder gefährlicher. Okay, wir
größten Sprit sparen. Einen halben Liter. Alter! Das Wetter ist mega hart. Oh, Fox noch mal in die Box. Noch mehr Punkte für uns, die wir aufholen, auch wenn es so 2 Punkte sind. Ja, Punkt gleich mit dem. Oh, wenn die vielleicht einen Tick zu aggressiver mit den Reifen. Also Gaubert wird vermutlich den Platz nicht halten können. Also lange jetzt sollte es eigentlich mit dem Sprit reichen. Wir fangen an über zu überholen. Wie jetzt regen wir auf. Ja. Guck mal. Team Kirov fährt ganz hinten rum. Wir haben es echt geschafft, den ersten Rennpunkt zu holen. Mit diesen letzten. Wir gehen mal ein bisschen aggressiver. Vielleicht ein Tick zu spät, weil wir haben ja 8 Sekunden Rückstand. Dann Balkan soll vielleicht doch in die Box kommen. Oder in den letzten beiden Runden so langsam wird. Probieren schadet das nie. Als letzte Runde halt eine Sekunde langsamer. Lorenz ist auch da noch die Gefahr, ne? Ist auch sehr schön unterwegs. Was macht ein Bäcker hier hinten, ey? Uiuiui. Ja, Balkanzer wird deutlich langsamer. Aber halt trotzdem noch viel zu schnell. Das gleiche geht auf die Strüff. Puccini gewinnt von Naito, dann Strüff, Balcazar, Kuji und Stock. Lorenz, Graf, Fox und Albert. Na, ja, Platz 5 und 6 ist ganz zufriedenstellend. Wir holen ein Punkt auf die Tarnung. Ein niedriges Pünktchen. Aber dieses wickelige Pünktchen ist halt am Ende vielleicht entscheidend. Ja, diese Saison wird halt noch Kitano unser Hauptgegner sein. Ich hoffe, dass nächste Saison so langsam Stein und Rosini unsere Gegner sein werden. Aber das wird schwierig. Aber wir haben doch wieso noch Zeit. Also wir müssen ja wieso die Hauptquartier noch ausbauen und das dauert noch. Ja, 40 Punkte nach 3 Rennen ist ganz okay. Tjot, 12 Punkte, wow. Und jetzt ist das nächste Rennen auch wieder Regen. Oh. Das Regen hat uns auf jeden Fall geholfen in diesem Rennen. Aus eigener Kraft wären wir wahrscheinlich nicht auf Platz 5 und 6 gekommen. Vermutlich so 7., 8. Aber das ist ja im Nachhinein egal. Ja, ein bisschen Minus machen wir. Jetzt ist nur die Frage, wie lang brauchen wir bis zum nächsten Rennen. Ich glaube, der Motor, den schaffen wir nicht, weil der, glaube ich, 20 Tage nach dem Rennen erst fertig sein soll. Okay, das ist auf jeden Fall so. Okay, und dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann am nächsten Rennen dabei seid. Vielleicht wieder ein Rennen, was uns hilft. Vom Wetter bedingt her. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.